Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fritsch Media. Ich wurde von Steffen gefragt, ob ich denn mal zeigen könnte, mit was ich so arbeite. Und das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, zum einen ganz neu bei mir in der, ja, wie soll ich sagen, in der Ausstattungsfamilie ist dieses Ringlicht von Valimax mit 5500 Kelvin Farbtemperatur. Ich poste euch, so gut ich es noch zusammenbekomme, die Links unten in die Videobeschreibung, wenn ihr sehen wollt, wo ihr das herbekommt. Dieses Licht benutzt man klassischerweise natürlich für die Porträtfotografie, um diese schönen Ringe in den Augen zu erzeugen. Ja, ich muss sagen, ich liebe dieses Licht. Es macht ein unglaublich weiches Licht. Man könnte meinen, dadurch, dass keine Softbox oder Diffuser drauf ist, wäre das ein hartes Licht. Im Gegenteil, das ist ein ganz, ganz weiches Licht, kann ich Ihnen empfehlen. Kostenpunkt, ich denke so um und bei 150 Euro war das für 65 Watt. Gleich vorweg, das ist kein Bezahlt-Video. Ich bekomme von der Firma Valimax oder von anderen Firmen kein Geld. Ich benutze aber relativ viel von Valimax, weil meiner Meinung nach der Preis-Leistung einfach stimmt. Es gibt durchaus andere Blitzsysteme, die wahrscheinlich auch noch viel, viel besser sind. Aber da zahlt man für den Namen und man greift auch kräftig in die Tasche. Also wie gesagt, dieses Ringlicht von Valimax, super toll für Indoor- und für Porträtaufnahmen. Das nächste Stück ist auch wieder, wie bereits erwähnt, von der Firma Valimax. Und zwar handelt es sich hier um einen Studioblitz der Marke Valimax VC 600 Pro. Davon stehen mittlerweile 4 rum im Studio. Bin ich total damit zufrieden. Man kann damit auch Highspeed-Sync schießen. Also ich habe es mal getestet. Nagelt mich bitte nicht fest. Ich nutze das ultra, ultra, ultra selten. Ich glaube, ein Sechstausendstel oder so ist jetzt kein Problem für den Blitz. Also das macht er. Ansonsten, was gibt es zu sagen? Hat ein Einstelllicht vorne und die normale Blitzröhre und lässt sich hochdrehen bis, also Power von 0 bis 6. Ja, macht ein tolles Licht, hat einen Bones-Anschluss vorne. Standard, wie man das kennt, also man kann verschiedene Lichtformen draufpacken. Hier benutze ich Striplights ebenfalls von der Marke Valimax, bloß weil es halt einfach, ja, es gab es in der Kombi so zu kaufen. Die größte Softbox, die ich habe, ist glaube ich 1,50 m x 80 um den Dreh. Aufgrund der Deckenhöhe in meinem Studio, also ihr seht das, recht viel mehr wie hier, habe ich gar nicht mehr. Kann ich leider keine riesengroße Lichtformer verwenden, ansonsten würde ich mir auch eine größere Octabox schnappen. Aber das ist ein anderes Thema. Der Blitz, ausgelöst wird er mit, ich habe es eh schon in der Tasche, einem Funkauslöser von Yongno, ist immer sehr spannend auszusprechen, den man, ich habe Klettband befestigt, kann ich oben drauf pappen und hinten in die Sync-Buchse rein und das gleiche Teil auf die Kamera oben drauf zum Auslösen. Also das ist kompatibel, das kann man durchtauschen. Es gibt auch einen Auslöser, der könnte die anderen steuern, macht hier wenig Sinn, weil ich es blitzbedingt bringt mir die Steuerung hier gar nichts, weil das Ding sagt einfach nur Feuer frei. Das benutze ich, wenn ich im Studio blitze. So, dann kommen wir noch zum Dauerlicht. Also ich bin weiterhin beim Studio. Dauerlicht, da muss ich mir jetzt gerade mal mein Licht schnappen, das mich gerade erleuchtet. Es gibt mega gute Dauerlicht-Sets zu kaufen, auch tierisch teuer. Ich kann gar nicht sagen, von welcher Marke dieses System ist, ich weiß es nicht. Das Ding hat auch 5500 Kelvin von der Lampe her. Ist eine normale Lampenfassung drin und ich meine, da kann man ja einschrauben, was man will. Sieht man jetzt aufgrund der Kameraeinstellungen wahrscheinlich relativ schlecht. Ich habe eigentlich nie so wirklich mit Dauerlicht fotografiert und dachte mir dann irgendwann mal, ich kaufe mir die Dinger hier zum Videostreamen eigentlich. Und muss sagen, für das, dass ein Stück, ich müsste lügen, 30 Euro gekostet hat, Lampe extra, aber das Stativ war dabei und diese Softbox, also gerade so als Videolicht, ich stelle das wieder raus, gerade so als Videolicht ist das klasse, ist total günstig. Ich habe jetzt hier drei stehen, hier einer und vorne bei der Kamera steht auch noch einer. Kann ich empfehlen,
geht durchaus auch zum Fotografieren. Man muss natürlich aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel 3 von diesen Dingern hat, dass man auch dreimal die gleiche Lampe verwendet mit der gleichen Farbtemperatur. Wo ich auch der absolute Fan davon bin, ist diese Salatschüssel. Also ist natürlich keine Salatschüssel, das ist ein Beauty Dish. Finde ich auch total klasse, habe ich in verschiedenen Größen. Das Ding ist eh schon relativ monströs, weil ein Beauty Dish einfach nochmal ein ganz charakteristisches Licht macht und ich das absolut klasse finde. Die anderen Lichtformer sind normale Softboxen. Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht extra zeigen. Ihr wisst ja, wie sowas ausschaut. Dann kommen wir zur Outdoor-Fotografie. Hier benutze ich Reflektoren, ganz simple, normale, so wie diesen hier. Marke absolut unwichtig, gibt es im Internet zuhauf. Haben eine weiße Seite, eine schwarze Seite, wenn ich was abdunkeln will, und kann man per Reißverschluss aufmachen, wenn man denn den Reißverschluss findet. Und wie man das sieht, ist nicht der teuerste, deswegen klemmt es, macht aber gar nichts, tut seinen Dienst. Ist hier nochmal eine Diffusorfolie, also wenn ich den jetzt komplett rausnehme, kann ich das Ding als Diffusor benutzen oder als Softbox, kann die Sonne damit abschalten und es kommt aber trotzdem Licht durch. Und hier die Goldfolie. Bei der Goldfolie bitte immer aufpassen, Alexander Heinrichs, oder ich glaube, dass es der Herr Heinrichs war, schönen Gruß übrigens, meinte, das hätte dann immer einen gewissen Porno-Look, wenn man das Modell mit Goldfolie ausleuchtet. Stimmt auch, sieht sehr unnatürlich aus. Also am besten die silberne Seite verwenden. Oder wenn ihr die Goldseite verwendet, dementsprechend etwas weiter wegstehen vom Model, dass der Effekt nicht ganz so stark ist, wenn euch dann das Licht noch reicht. Ich war letztes Jahr mit Matthias Schweighofer und Alexander Heinrichs auf Mallorca und da waren wir draußen am Fotografieren den ganzen Tag. Und zwar, einer hat das Thema Blitzen gelehrt, sage ich mal, der andere das Thema Bouncen oder mit natürlichem Licht arbeiten. Und da musste ich mir, als ich wieder daheim war, jetzt sieht man das übrigens auch, glaube ich, relativ gut im Vergleich, wie viel Licht das Ding hier zurückwirft von der Lampe, die vorne von der Kamera kommt, muss ich mir das Teil hier kaufen. Das ist ein Reflektor mit Zebra-Bespannung von der Firma California Sunbounce. Ich liebe dieses Teil, es macht Licht wie Hölle. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn jetzt das Model zum Beispiel vor euch steht und das Licht kommt oder die Sonne trifft von hinten auf das Modell und von vorne gibt man Gegenlicht praktisch wieder, Gegenlicht zum Gegenlicht mit diesem Sunbouncer, wie viel Licht da zurückkommt. Mega gutes Teil, ultra stabil, bisschen tricky zum Aufbauen, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Und muss auch sagen, nicht ganz billig, aber wie gesagt, wenn man das irgendwann mal professioneller macht, kann man sich das durchaus mal leisten. Ich finde das Teil mega gut. Ansonsten, ich möchte jetzt nicht alles vor die Kamera schleppen, weil irgendjemand muss das auch wieder aufräumen. Ansonsten für draußen habe ich noch oder verwende ich noch draußen sowohl auch als auch drinnen von Yongno Aufsteckblitze. Die gibt es für ab 40, 50 Euro, je nach Modell. Die feuern alle manuell. Will auch nicht allzu viel darüber sagen. Da gibt es sehr viele gute Videos. Gibt es auch ein Video vom Alexander Heinrichs, glaube ich, wo er mit den Aufsteckblitzen arbeitet. Oder ist es der Herr Krollop von Krollop und Gerst? Weiß ich jetzt nicht. Die kann man kombinieren mit diesen Yongno Auslösern zum Beispiel. Die neuen Modelle haben auch schon die Blitzauslöser mit drin. Und die eignen sich auch hervorragend, wenn man jetzt keine großen Blitze mitschleppen will oder wenn man draußen irgendwo mobil unterwegs ist, dass man Fotos macht. Man kommt natürlich damit nicht gegen die Sonne an, das ist klar. Dafür haben die Dinger zu wenig Leistung. Aber es ist eine tolle Alternative. Was ich noch draußen verwende, ist ein Porti, ein portabler Blitz mit einem Blitzgenerator. Der ist von der Marke Jinbei. Das ist der HD2-1200. DC-2-1200. Das ist der, wo das Akku-Pack gesondert vom Blitzkopf ist. Mittlerweile gibt es auch Systeme, wo man wirklich einen Blitzkopf hat, wie eben gesehen von Valimax. Also von der Marke Jinbei gibt es Blitzköpfe, die so aussehen wie ein normaler Blitzkopf, den ich vorher gezeigt habe, wo der Akku schon integriert ist. Da hat man kein Kabel mehr und keine Umhänge, keinen Generator umhängen.
Gibt es mittlerweile auch schon. So einen werde ich mir auch nochmal zulegen, der hat allerdings nur 600 Wattsekunden. Den benutze ich auch ganz gerne draußen mit einer 90er Octa-Box als Hauptlichtquelle und dann je nachdem mit Reflektoren oder mit kleineren Blitzen kann man das Ganze noch mit etwas Fülllicht versehen oder Streiflicht oder wie auch immer. Jetzt muss ich überlegen, ob das alles war. Ansonsten hat man als Fotograf ja eh ganz viele tolle Hilfsmittel, teilweise aus dem Baumarkt, wie auch immer. In meinem Studio seht ihr das Hintergrundsystem. Ich verwende meistens den grauen Hintergrund, weil man damit so gut wie alles erschlagen kann, gerade für Retuschen. Ich habe einen grauen Hintergrund, ich habe einen weißen Hintergrund, ich habe einen schwarzen Hintergrund. Die drei reichen euch meiner Meinung nach völlig aus. Wenn ihr was in Farbe machen wollt, könnt ihr das auch mit Weiß und Farbfolien und schlag mich tot. Darum geht es aber heute gar nicht. Genau, auch zum Schluss. Ich fotografiere mit Canon. Keinen Krieg anfangen, das ist besser, das ist besser, das ist besser. Ich habe mit Canon einfach angefangen. Die Objektive sind relativ günstig dafür, muss ich sagen. Und habe überlegt, zu Sony zu wechseln. Bloß wenn ich es eigentlich vergleiche, die Sony Alpha 7 II und die Canon, ich finde für mich persönlich jetzt nicht das Argument, dass ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt alle Objektive neu. Sicher, es gibt Adapter und so weiter. Egal. Ich fotografiere mit Canon. Hier mit der 5D Mark III. Und gefilmt wird gerade mit der 5D Mark II. Das ist meine Backup-Kamera, wenn ich irgendwo zum Beispiel auf Hochzeiten bin und würde mir die 5D Mark III runterfallen, kannst du ja nicht sagen, hoppala, nochmal heiraten. Deswegen bin ich immer mit zwei Vollformat-Kameras unterwegs. Ja, und ich glaube, das war's im Großen und Ganzen, mit was ich fotografiere. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Unten, ich versuche die zu beantworten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.